Grüß euch! Ich bin wieder mal hier für euch mit dem Patrick. Das ist unser neuer Ansprechpartner bei der Pride Group. Also für alles verantwortlich, was Neil Breit uns so liefert. Und er hat uns neue Segel mitgebracht heute, das Atlas und das Compat. Und ja, wird uns ein bisschen was zum Material davon sagen. Patrick, fangen wir mal an, oder? Genau. Also Atlas und Compat gibt es gewohnt in zwei Bauweisen. Die Pro-Bauweise und die HD-Bauweise. Pro ist die leichtere Bauweise. Neu für dieses Jahr ist das Luftbundle, das aus einem Taffeta-Material gefertigt wird, ist extrem dehnungsarm. Gewohnt bei der Pro-Variante ist das Ultrascreen-Material. Das macht das Segel sehr leicht und trotzdem haltbar. Und ebenfalls verbessert für dieses Jahr ist die Powerfuse 2.0. Das ist ineinander laminiertes Material, das die Last im Segel sehr gut verteilt. Und im Vergleich dazu die HD-Variante, Heavy Duty. Man sieht sehr schön, ist ein X-Ply-Material im großen Sichtfenster. Dann haben wir die Radial-HD-Paneele. Da ist es übereinander vernäht, überlappend. Ebenfalls für die bessere Lastverteilung. Und genauso wie bei der Pro-Version haben wir das Luftpanel aus der Taffeta. Ja, das schaut eigentlich nach einem super Materialmix aus. Leicht und robust, wie man es von Neil Breit gewohnt ist. Abschließend noch zu den zwei Segeltypen. Das sind unterschiedliche Schnitte, unterschiedliche Anforderungen, die wir hier an das Segel stellen. Das Compat kommt in einer Vierlattenbauweise. Das macht das Profil etwas softer. Das On-Off schön schnell und das Segel sehr handlingsorientiert. Das ist so eher die New School Wave Variante. Und das Atlas kommt mit 5 Latten, einem sehr, sehr stabilen Profil. Das Profil ist ein bisschen tiefer, dadurch hat es halt auch einen unglaublichen Vortrieb und ist vor allem für schwerere Leute sehr, sehr gut geeignet. Oder Freerider, die halt wirklich handlingsorientierte Segel suchen. Das Atlas hat einen sehr, sehr stabilen Zug und ein sehr leichtes Material. Gibt natürlich auch gute Handlingseigenschaften, Performancevorteile im Handling. Ja, wir werden uns natürlich in der Saison auch wieder mal die Neil Breit Segel am Wasser anschauen und das Ganze gerne ausprobieren und freuen uns schon drauf. Und schaust auch vorbei, Patrick, dann gehen wir zusammen aufs Wasser, oder? Sehr gerne. Und super. Neu für diese Saison außerdem unsere Gabeln, die Slim-Gabeln. Ja. Aber die wird der Patzi euch in einem anderen Video näher bringen.